Heute geht es bei den Sachen, wo ich euch vorstellen möchte, ist, mein Background ist die Architektur in Stuttgart und wir haben das alle studiert. Das K1 ist eins von den Kollegiengebäuden hier und wenn man davon redet, immer schlaflos in Stuttgart, hat das damit zu tun, dass unser Professor, man kommt da ziemlich jung und naiv in die erste Vorlesung, dann wird man so Sachen gefragt wie, so, wir hatten alles, ein Snowboard, ein Surfboard, dann strecken schon noch die ersten. Okay, die nächste Frage ist, okay, wer geht gerne irgendwie Skifahren? Ah, da hinten sind noch ein paar. Wer hat alles einen Freund oder eine Freundin? Dann strecken schon die meisten. Unser nächster Satz war, gut, das können Sie alles zusammenpacken in die Abstellkammer. Sie studieren jetzt Architektur in Stuttgart. So, okay. Wir haben da auch noch gelacht. Ja, das hieß für uns, erstmal 24/7, das war mal so eine Idee. Was kann man da alles an einem Tag und in 7 Tagen die Woche machen? 58 Stunden haben wir dann geschafft, das ist der traurige Rekord. Aber eine 100-Stunden-Woche war dann im 4. Semester auf jeden Fall in den 6 Monaten dann drin und das Ergebnis hat meistens so ausgeschaut. Auf den Toiletten, in der U-Bahn ist man total erschöpft irgendwo, auf dem Boden, auf den Stühlen, man hat überall schlafen können. Und man hat einfach versucht, seinen Schlaf, weil man durch die Nächte durchgearbeitet hatte, um ganz tolle Architekturmodelle zu machen, um Pläne zu zeichnen, Renderings zu machen, ganz tolle innovative Konzepte zu machen. Auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, das so kann es ja nicht sein. Während der Rest der Bevölkerung 7,5 Stunden ungefähr schläft, also bei den meisten nehme ich jetzt mal an, 16 Stunden oder 16,5 Stunden man Zeit hat, dann zu arbeiten, das ist so das normale Verhältnis. Leonardo da Vinci hatte dann so 3 bis 4 Stunden schlafen, arbeiten, plus 20 Minuten bis 30 Minuten kann man kurz mal schlafen, um dann wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Wenn man sich dieses Prinzip dann nimmt, dann kann man sich komplett aus der Gesellschaft verabschieden und in einer Parallelwelt leben, das funktioniert nahezu nicht. Aber wir haben uns dann überlegt, was kann man mit einer halben Stunde machen. Die halbe Stunde hat bei uns dann das Thema auf den Plan gerufen, Powernapping. Okay, irgendwo muss ich das in der Nacht machen oder zwischendrin. Ich bin total übermüdet, aber ich kann ungefähr mit diesen 20 Minuten doch eine Frische wieder generieren. Das ist so, ich sage jetzt mal gefühlt 2 bis 3 Stunden geschlafen. Was braucht man da dafür? 20 Studenten, ein Workshop in Rotterdam, eine Idee, also halt Powernapping. Das war quasi dann das Thema. 4 Monate Zeit und am besten 0 Euro und geringes Budget. Man nimmt so eine abgefuckte Lagerhalle in Rotterdam. Da mietet man sich dann ein, da gibt es dann noch die schöne niederländische Architektur, das ist so ein kleines Parasit. Man nimmt, unsere Gruppe waren dann 7 Studenten, die haben sich dann das Thema angenommen und man muss sich das halt vorstellen, man hat zu wenig Schlaf, also man ist total übermüdet, permanent. Man hat dann schon irgendwelche Kühlgeräte, die man so auf die Augenklappen drauflegt, damit man keine Augenränder bei der Präsentation hat. Und genau diese 7 Leute haben sich dann aufgemacht, das Ganze irgendwo zu werkeln. Also dann kommt man aus Rotterdam vom Workshop zurück. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie arbeiten wir oder was haben wir da ganz am Anfang einfach in dieser Gruppe dann gemacht. Jetzt hier oben sieht man dann, links oben, das ist so das erste Modell, plus die vielen anderen Modelle, Varianten, wie wir die dann gebaut haben. Und dann baut man dann aus Plastilin, aus Pappe, aus Gips und lässt irgendwelche 3D-Sachen drucken. Und so nähert man sich peu à peu vom kleinen, handgroßen Modell bis zu 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 5, so peu à peu langsam an. Das macht man dann meistens in der Gruppe eben, gesagt, beim Frühstück, im Meeting oder wie man das auch immer nennt, alles in unseren Arbeitsräumen dort in diesem K1, ne, wo man nicht zum Schlafen kommt. Und weil uns das alles ein bisschen zu wenig war, weil wir wollten ja selber schlafen, unser Bedürfnis, diese Sehnsucht nach Schlaf zu bekommen, bei uns war dann Freizeit Schlaf, bei manchen ist ja Freizeit, ich mache Sport. Ja, und also mussten wir das mal 1:1 mal machen, uns dann da reinlegen und dann baut man das natürlich aus dem billigsten Material hin. Die Leute vom Daimler werden jetzt lachen, das ist aber unsere Entwicklungsabteilung. Ja. Ja. Also, wir bekamen dann etliche Materialien gesponsert, ja, und das andere hat man halt aus, ich sag jetzt mal, aus dem Müll oder was andere Leute nicht gebrauchen, zusammengeschustert, bloß ein paar Sponsoren und man schleift und man spachtelt und man sägt und möchte das halt dann irgendwo gemeinsam realisieren. Ja, das sieht man einfach so ein paar Eindrücke, ich meine, wir bekamen dann bis zu den Masken hier alles dann auch so gesponsert. Die Leute hatten wahrscheinlich Mitleid mit uns, ich weiß auch nicht. Genau, und
damit das Ganze ein bisschen profimäßig ist, haben wir das dann auch gemacht. Wir haben dann auch so ein ganz tolles 3D-Modell gemacht, NURBS Modeling und dann unter die CNC-Fräse geschickt. Und so peu à peu wird dann aus dem, was wir vorher hatten, eigentlich nichts, nur eine Idee, eine Sehnsucht nach viel Schlaf, wächst sowas dann langsam. Also dann kommt dann quasi wie so ein kleines Kind. Also man kann es nicht direkt vergleichen, aber es wird doch irgendwie was, eine Idee geboren. Und das nächste war dann, wir haben ja von dem alle keine Ahnung gehabt. Also wir hatten ja nur den Mangel an Schlaf. Und wir haben auch keine Ahnung von Licht und Technik gehabt, LEDs oder sowas. Ich meine, das kam da gerade erst so irgendwie auf. Also wer kann denn löten, wer hat die Ahnung von Technik, dann futzt, dann brennt's. Was soll man halt machen, ne? Aber man bastelt und bastelt irgendwelche Kopfhörer und drum und dran. Man schleift, baut Fernseher ein, macht Fotoshootings, weil man will am Schluss dann halt so ein Bildchen dann irgendwie haben. Ja, das war unser Traum, da legen wir uns rein, da massiert es den Rücken, ja, Duft und Massage und Aroma, Lichtprogramm, Musikprogramm und schottet mich ab und dann kann ich die 20 Minuten super irgendwo ganz gemütlich von mich da verbringen. Ja, so ist es nicht ganz geworden, aber das haben wir dann zumindest geschafft. Ja. Die haben die Flügeltüren dann weggelassen. Man kann das auch so zumachen, wenn ein Partner Platzangst hatten. Das kam dann am Schluss eigentlich dabei raus. So, das ist natürlich alles überzogen. Ich meine, man kann ja auch auf einer ganz normalen Matratze schlafen. Aber wahrscheinlich war unser Schlafmangel so groß, dass wir uns so ein Luxusprodukt da irgendwie erträumt hatten. Und genau, das leuchtet dann in der Nacht. Und wenn da jemand drin liegt, damit man mal ein Größenverhältnis hat, ist das dann ungefähr so groß. Genau. Und also vielleicht eins zurück. Das ist, wir gingen dann auch auf Messen und haben es dann auch gezeigt. Das war ein bisschen naiv gedacht, weil dann, wenn man irgendwo hingeht, dann fragen einen auch die Leute natürlich, was man da gemacht hat und möchten es gerne vielleicht kaufen oder bestellen. Und wir waren noch gar nicht so weit. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann doch ein bisschen vorbereiteter und mussten es dann natürlich auch überlegen, wenn jemand was bestellt, dann will er das ja auch geliefert haben. Ja. Also, ja, das ist blöd. Ich meine, es ist halt 3 Meter lang und so, ein bisschen groß und man steht dann halt erstmal schon mal nicht beim Kunden vorm Aufzug, sondern vorm eigenen Aufzug und kriegt es da nicht rein. Ja. Kleiner Denkfehler so am Anfang, aber ja, oder man braucht dann so einen Gabelstapler da oder so einen Hubwagen, damit er das da hochbringt, weil es durchs Treppenhaus nicht passt. Naja, was soll man da sagen? Genau. Aber wir haben es dann irgendwo so ein bisschen präsentiert. In der Mitte sehen wir nochmal den, das ist der Papst, der Schlafpapst, der Schlafguru, der Herr Dr. Zulai. Der hat uns natürlich dann auch gesagt, jeden Schlaf oder jede Nacht, die man durchgemacht hat, diesen Schlaf kann man natürlich auch nicht zurückholen. Also den kann ich nie wieder irgendwie am Wochenende nachholen, sondern der ist einfach verloren. Das sagt er uns nach unserem Studium. Ja, genau. Wir kamen uns mittlerweile wahrscheinlich auch wie Außerirdische vor, manchmal übernächtigt. Aber so ging das halt immer weiter. Und so studentisch naiv, wie wir da halt irgendwie alle drauf waren, kommen natürlich dann andere Sachen auch noch dazu. Du brauchst dann plötzlich Visitenkarten und solche Sachen und musst du dann eine Homepage zulegen, irgendwelche Geschmacksmuster zulegen und Produktbroschüren und dann kommt das Rechtszeugs dazu, musst du Listen machen und AGBs und Verträge und solche Sachen. Und eigentlich hast du davon gar keine Ahnung, aber irgendwie wird das dann schon. Und immer nur von der getrieben von der Sehnsucht, ich möchte endlich mal schlafen. Ja. Und dann habe ich mir neulich überlegt, wie haben wir denn auch dann zwischendrin geschlafen? Ich meine, wir haben im Sprinter das Zeugs ausgeliefert und das mit Matratzen ausgestopft, damit dem auch gar nichts passieren kann. Das konnten wir hinterher wieder verwenden, dass wir in den Sprinter übernachtet haben, so uns so die Hotelkosten gespart. Also wir lagen auf dem Boden oder in fremden Betten und selbst in unserem Büro hatten wir da irgendwie nur eine stehen, also musste einer mal neben dran liegen. Und irgendwann ging es dann, dass wir dann auch in Hotels dann irgendwo mal übernachten konnten, aber bis dahin war es dann doch ein sehr mühsamer Weg. Und das war unser erster Auftraggeber, das war die Ausstellung workingworld.net. Es war in Österreich, es ging um Arbeitswelten von morgen, also von gestern, von heute und von morgen. Genau, und der hatte so viel Vertrauen in uns, dass wir das schon als Studenten für den machen durften. Und das war jetzt halt für die Ausstellung. Ich meine, eigentlich hat man ein Produkt am Schluss, wenn es fertig ist, wenn es nicht mehr gebraucht wird, direkt ins Museum. Und wir dachten, es ist jetzt ein gutes Omen, wenn es direkt ins Museum kommt. Naja, okay. Aber es war nicht ganz so.
mittlerweile, weil das Thema Powernapping oder Work-Life-Balance ist ja immer in den Unternehmen so und Spa, Wellness, Entspannung. Und irgendwann haben wir es dann doch in München dann auch geschafft, wo dann die Leute auch hingehen können. Da gibt es noch kleine Sauerstoffkur dazu, aber da kann quasi jeder in diese öffentlichen Räume rein oder halt und sich dort einmieten und dann 20 Minuten schlafen oder 40 Minuten mit so einer Sauerstoffdusche. Und dahin hat uns halt der Weg eigentlich dort hingeführt, also unser Schlafmangel. Und jetzt am Schluss bin ich, glaube ich, der Letzte heute. Ne? Ja, wollen wir sagen, ja, dann gute Nacht und träumt was Schönes. Und genau.